Der Brunnen am Strausberger Platz, das Kupferportal an der Komischen Oper, der Eingang zur Staatsbibliothek, alles Fritz Kühn und vieles mehr in Berlin, Ost und West wohlgemerkt. Kühn war als Bildhauer auf beiden Seiten der Mauer gefragt. Umso erstaunlicher, dass sein Nachlass in Berlin so stiefmütterlich behandelt wird. Vor gut 3 Wochen hatten wir berichtet, dass dem Skulpturengarten die Räumung droht und Berlin kein Geld hat, die Kunstwerke zu retten. Für heute war die Zwangsräumung anberaumt. Die Zufahrt zum Grundstück haben die Kühns verbarrikadiert. Deshalb muss ein Feld vom Zaun abgeschraubt werden. Gerichtsvollzieher, Anwalt und Eigentümer sind gekommen, um die Zwangsräumung durchzusetzen. Aber als sie endlich auf das Grundstück können, gibt es eine Überraschung. Hier ist bereits geräumt worden. Bis vor kurzem standen hier noch die Werke von Fritz Kühn, seine großen Metallskulpturen. Hier sollte das Museum gebaut werden, in dem Kühns Nachlass der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Jetzt ist alles weg. Der Gerichtsvollzieher hat nichts mehr zu tun. Ein langer Streit um das Grundstück ist beendet. Aber die Frage bleibt, wo sind die Skulpturen? Also ich kann Ihnen sagen, das Werk ist gerettet, das Werk ist insgesamt gerettet. Nur leider wird es aus Berlin entfernt werden. Dabei hat er das Stadtbild Berlins entscheidend geprägt. Fritz Kühn, einer der bedeutendsten Metallkünstler. Er hat nicht nur den Brunnen am Strausberger Platz gestaltet, sondern auch das Eingangsportal der Komischen Oper und die berühmte Tür an der Stadtbibliothek. Seine Arbeiten waren nicht nur in der DDR, sondern in ganz Deutschland gefragt. Neben dem umstrittenen Grundstück liegt Kühns Werkstatt, die bis heute in Betrieb ist. Hier haben die Erben einige kleinere Werke zwischengelagert. Die großen Skulpturen haben die neuen Nachlassverwalter schon mitgenommen. Wer die Retter sind und wo genau der Nachlass hinkommt, darüber wollen die Kühns noch nicht reden. Die Verhandlungen laufen. Es wird öffentlich sein, es wird letztendlich alles zugänglich sein. Das ist mir sehr dankbar. Das ist auch eine Einrichtung, die sich mit Nachlässen befasst. Auch das umfangreiche Archiv Fritz Kühns, die Entwürfe und Fotos werden Berlin verlassen. Enkel Tobias und Schwiegertochter Helgard Kühn sind froh, dass die neuen Nachlassverwalter auch bereit sind, den gesamten historischen Bestand aufzuarbeiten. Ihr größter Wunsch, dass der Nachlass Fritz Kühns zusammenbleibt, scheint in Erfüllung zu gehen. Vom Land Berlin sind die Kühns bitter enttäuscht. Die versprochene Unterstützung für die Bewahrung des Nachlasses sei ausgeblieben. Die Kulturverwaltung weist den Vorwurf zurück, zeigt sich aber erfreut, dass es jetzt für den Nachlass eine Lösung gibt. So wie es aussieht, aber nicht in Berlin, nicht hier, wo Fritz Kühn sein Leben lang gewirkt hat.